Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 online, diesmal noch nicht in einer Runde. Und zwar möchte ich mal seit langem mal wieder diesmal direkt in Artis Laden gehen, um mir die Waffeninformationen für diese Waffe zu bekommen. Allerdings habe ich mir diese schon geholt, deswegen machen wir das Ganze einfach so. Hören wir es einfach nochmal an, weil ich habe es einfach übersprungen. Aber ich mache das mal einfach so, weil ich mal wieder Lust drauf habe. Jetzt muss ich nur noch die Waffe finden. wo ist denn das gute Stück? Gut. Und los geht's. Der Turbo Blaster Deko ist eine schickere Version des Basismodells. Dieses Set besteht aus Haftbomben für die Offensive und einem Tintendüser, der die Reihen des Gegners durcheinander wirbelt. Gut für den Angriff, aber auch zur Verteidigung geeignet. Okay, das war bis jetzt das kürzeste, was Adi irgendwie jemals gesagt hat. Ja, okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir direkt die erste Runde mit dem Turbo Blaster Deko. Und ja, wir sehen uns gleich. Zur Zeitpunkt der Aufnahme war gerade Map Rotation, also von daher mit Kretenkanal bin ich gerade momentan zufrieden. Und ja, wir haben ja schon mal einen Turbo Blaster gespielt, aber halt mit diesmal jetzt hier mit einer anderen Kombination aus Tintendüser und Haftbombe. Glaube ich, soweit jetzt noch zu wissen. Und ja, machen wir wie üblich die drei Runden, ne? Und ja, weil, wie gesagt, wir haben ja schon Turbo Blaster gespielt, der lässt sich ja genauso spielen, nur sind die Waffentypen halt anders, beziehungsweise Zweitwaffe und Ulti. Also von daher starten wir halt nochmal durch. Ist schon mal dann eine Weile Zeit her, dass wir mal wieder mit einem Turbo Blaster spielen oder allgemein mit einem Blaster. Meine Güte, gehen die Gegner hier gerade ab, ey. Wieder mal unnormal hier am Start. Deine traut sich hier nicht, ne? Oh Mann, das ist unnötig. Ja, ist doch schön, wenn es wieder so anfängt. Erstmal gestorben. Schön. Ja. Ah, da oben ist einer. Ja, der mit einer Undercover, der könnte ein bisschen hier für Ärger sorgen hier. Ne, komm, hier machen wir es so. Das geht leicht zu ausweichen. So. Easy. Schön von hinten. Ja, Mann. Der war schön. Ich habe auch meine Ulti am Start. Könnte ich aber auch mal einsetzen. Machen wir das mal. Naja. Pff. War nicht so viel. Irgendwie hab ich so das Gefühl. Boah. Oh, sogar ein Double Kill gemacht. Lol. Ist mir gerade gar nicht so aufgefallen. Aber wahrscheinlich habe ich den einen sogar noch bekommen. Er war ein bisschen knapp. Aber so weit, so gut. Ah, wir könnten ein bisschen was verbessern, ne? Wobei, für die Gegner sieht es gerade schlecht aus, also von daher. Und noch getötet. Nice. Nein, 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 nein. Haben wir gerade noch so gerettet. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Ich gehe da richtig krass ab, merke ich irgendwie, ne? Ohne Witz. Oh, richtig, richtig gegeben, würde ich mal sagen. Ich bin zwar gestorben, aber ich habe ihn noch miterledigt. Ja. Toll. Sehr gut. Ja, komm, die Runde haben wir noch jetzt noch gewonnen. Nicht, dass jetzt noch in den letzten 15 Sekunden jetzt noch hier die Gegner noch gewinnen. Das wäre ja mal richtig peinlich. So, noch alles geben. Ja, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall safe gewonnen.
Ja, also für die erste Runde lief es gar nicht mal so schlecht. Also ich habe mich sogar auch recht gut angestellt, würde ich mal behaupten. Ja, 66,5 zu 65, ach, zu 68,7. Ach, 28,7. Ach, meine Fresse. Gut. Ja. Machen wir noch eine Runde normal. Aber das war's dann aber auch wieder. Also, dass wir nur normale Runden machen. Vielleicht beim nächsten Part mal nur Rangkämpfe. Mal schauen, wie ich so Lust drauf habe. Also, machen wir erstmal weiter. Jo, jetzt sind wir diesmal in der Stürmwerft. Auch mal gut, dass wir auch mal eine andere Option haben. Und nicht immer nur das Luck haben, mal immer wieder dieselbe Map anzutreffen. Auch mal schön mal kleine Abwechslung zu bekommen. So. Und die Gegner haben jetzt schon DC. Okay, dann wird die Runde sogar noch auch noch recht easy. Wenn man im Team ist und irgendeiner da ein DC bekommt, dann ist das gerade nicht so geil, ne? Komm, dich kill ich. Ja. Richtig schön gegeben. Und treffe ich den noch? Ja. Das ist auch doch schön. Weil manchmal kriege ich irgendwie mit diesen Tintendüsen irgendwie nichts hin. Irgendwie, keine Ahnung warum. Ich bin einfach zu doof dafür. Aber so weit, so gut. Ich bemerke jetzt irgendwie gerade, dass diese etwas kleinere Variante vom Turbo Blaster irgendwie schneller schießt als der längliche irgendwie. Ja, komm, dich kriege ich noch. Na, schade. Aber ich habe ihn doch mit angehittet. Eigentlich müsste ich Assist bekommen. Naja, gut, dann halt nicht. Ja. Schmeckt meine Tinte. Boys. Ja, klatscht mal einen Haftbaum mal rein. In der Hoffnung, mal Glück zu bekommen. Ja, na, den habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Da war ich jetzt selber dran schuld. Könnten hier nochmal ein bisschen befärben, weil hier ist ja sowieso nichts hier. So. Zwar jetzt nicht detailgetreu, aber man kann halt sich schon mal die Mühe geben, mal ein bisschen mal was einzufärben. Und nicht nur die Leute killen. Hä? Jetzt zwei Hits, aber das war's aber auch schon wieder. Piss dich! Ach man, warum war das klar, ey? Erbwasch und Turboblase. Nicht so eine Chance. Was ist jetzt wieder los? Ja, als ob. Teammates! Ihr seid zu viert und die zu dritt! Wäre peinlich, wenn die noch gewinnen würden. Komm, weg mit dir. Kann jetzt hier nicht sein, hier. Ah, ich gehe mal doch lieber vorsichtshalber etwas zurück. So, den habe ich erstmal zunichte gemacht. Ah, hat nicht so viel gebracht irgendwie, finde ich. Och man, was war denn das wieder für ein Scheiß? Nee. Das haben wir jetzt nicht verloren. Okay, zum Glück nicht. Ich dachte schon. Der hat ja auch fast auch nichts gemacht. Okay, der hat Tinte eingefärbt, die 1600 Punkte insgesamt, aber kein gekillt. Und Juli, die macht's nicht besser. Ah, okay, gut. Machen wir noch eine Runde, aber ich mache Lobbywechsel. Ja, letzte Runde für heute wieder. Und mal schauen. Aber die letzten. Nein. Oh. Sehe ich schon wieder einen Sniper, ey. Und dann auch noch in dem E-Leader 4K. Mit Scope! Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man mit Scope spielen?
irgendwann spiele ich auch noch Sniper. Davon, das könnt ihr auf jeden Fall wetten, weil früher oder später muss ich sie so oder so reinnehmen. Weil wie gesagt, mindestens eine Waffe in jedem Part ist auf jeden Fall Pflicht. Komm, dich, ja, okay, dann halt nicht. Piss dich weg, du hast hier nichts. Hä, als ob! Ja, als ob dieser Eimer so eine krasse Reichweite hat, ey. Meine Güte, was soll denn das hier, ey? Nee. So ein Betrug. Okay, eigentlich ja nicht, aber trotzdem. So. Ich hab mal ein bisschen was ein hier. Schaut's denn aus? Hm, naja, lässt sich sehen. Nee, die Seifenblasen machen wir mal kaputt. Dankeschön. Nein! Ey, Mann, jetzt werde ich hier zugerichtet oder was? Karate Kid, ey. Ja, gerade du siehst auch so aus, Alter. Naja, egal. Ach, Mann, ey. Jetzt stelle ich mich irgendwie gerade so richtig dämlich an, ne? Wie der letzte Noob irgendwie, ne? Nee. So, das machen wir erstmal schön weg. So, weg mit dir. Auch weg mit dir. So läuft das hier. Ich würde auch mal meine Ultima voll kriegen, wenn das mal möglich wäre. Dankeschön. Ey, Mann, ey. Junge. Chill dein Leben, Mann. Das war jetzt irgendwie unnötig, ne? Na komm, letzte Minute. Die Gegner sieht schlimm aus. Soll auch weiterhin so bleiben. Hier kommt einer. Nein. Nein. Richtiger Skiller hier, Alter. Ja gut, dass der tot ist, Alter. Meine Güte, ey. Jetzt bin ich wieder etwas abgefuckt, ne? Mal wieder. Nach so einer kurzen Zeit. Ja, hier kommt der Eimer, Spasti. Verpiss dich. Gut so. Danke für deinen Support. Der Wurf war nicht gut. Ja, gut, egal. Naja, die Runde haben wir zum Glück gewonnen. Nee. Ey, dann auch noch so knapp, ey, in der letzten Runde. Ach komm, ey. Nee. Zum Glück zocke ich sowieso, sei es in der Aufnahme oder privat, sowieso selten noch, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe irgendwie, ohne Witz irgendwie, aber naja gut, interessiert auch sowieso keinen. Kommen wir einfach zum Punkt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, Abo mit Glocke aktivieren und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Mal, Splatoon 2, ciao.